Hey, und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem allerneuesten Video. Ich dachte mir, mein letztes Food-Video ist ja relativ gut angekommen und ich nehme dich wieder in Lou's Diary, auch ein bisschen mit durch meine Ernährung, zeige dir, was ich so gegessen habe und ja, würde einfach da gerne ein bisschen Inspiration dalassen, weil wie gesagt, ich sage es ja immer wieder, diese Videos dienen zur Inspiration. Dass ihr einfach seht, man darf alles essen, man kann alles essen. Ich versuche einfach in meiner Ernährung wirklich auf genug gute Fette zu kommen, genug Proteine zu kommen, genug Vitamine zu mir zu nehmen. Das ist einfach super wichtig. Und ja, ich freue mich, wenn ich euch da einfach immer so ein bisschen Inspiration mit an die Hand geben kann. Denkt dran, alles kann, nichts muss. Ich zeige euch einfach nur, was ich esse, was ich mag. Ihr könnt es anders machen. Wenn ihr sagt, ihr vertragt gewisse Sachen nicht, dann natürlich lasst ihr die weg. Das nur mal so als kleiner Reminder. Übertragt immer die Sachen auf eure eigene Situation. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel viel, ist ja auch immer so relativ gesehen, esse und du aber gerade abnehmen magst, dann schau doch mal, dass du so ein Gericht vielleicht ein bisschen abwandelst, aber auch für dich vielleicht übernehmen kannst sogar. Oder dich daran inspirieren lassen kannst, weil alles kann übertragen werden. Wenn du sagst, boah, nee, das, die Ernährung, was die Luisa da zeigt, ist gar nicht meins, gut, dann ist auch nicht schlimm. Also ich hoffe einfach, dass ich euch da so ein bisschen immer, ja, so ein Comfort Place sein kann, dass ihr einfach seht, es geht auch simpel und einfach. Bei mir gibt es da keinen Perfektionismus oder irgendwas, dass ich jetzt das super fancy anrichte. Das wisst ihr ja bereits. Ich zeige euch das einfach. Versuche euch das einfach so ungefiltert und echt wie möglich zu zeigen. So wie ich halt einfach auch bin. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video. Wenn es dir gefällt, gerne ein Abo dalassen, gerne einen Daumen nach oben dalassen. Dann weiß ich ja, dass es bei euch gut ankommt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß. Let's go. Good morning in the morning. Es ist mal ein relativ schöner Tag, aber ich bin mal gespannt, ob es auch so bleibt, weil ja, das Wetter ändert aktuell täglich mehrfach. Ich weiß nicht, ist es bei euch auch so? Also jetzt gerade scheint die Sonne. Gestern war das auch so und dann hat es auf einmal vollkommen geregnet und war total dunkel. Ich bin super gespannt. Ich hoffe, es bleibt einfach schön. Ich brauche die Sonne. Aber der Frühling, der nähert sich und das macht mich richtig, richtig glücklich. Das kann ich euch sagen. Ja, und jetzt mache ich mir erstmal ganz schnelle Welle, was zu essen. Und dann gebe ich ein Coaching und dann lerne ich. Und dann habe ich noch einen anderen spannenden Call, da werde ich irgendwann mal was zu sagen. Und genau, let's go. Ach, was ich jetzt auch mache, erstmal. Ich werde jetzt einfach so ein Büchermüsli von mir hier frühstücken. Und dann werde ich aber auch im gleichen Zug ein Büchermüsli schon wieder vorbereiten. Einfach sind das Flohsamenschalen, Chiasamen, Leinsamen, Sojajoghurt und Skyr gemischt. Und dann ist das so ein bisschen dickflüssig. Ja, und ich habe so einen Babylöffel hier vom IKEA, beste. Und dann werde ich jetzt da gleich Proteinpulver, Haferflocken und Beeren reinmachen und das kommt dann einfach nur in den Kühlschrank und dann toppe ich das immer am nächsten Abend oder so mit Nussbutter und Zimt und einem Pipapo. Aber ich habe jetzt beschlossen, bevor ich das mache, werde ich jetzt erstmal hier mein Böchermüsli essen. Ich mache da immer Schildchen dran, weil ich dann weiß, welche Geschmacksrichtung ich da drin habe, weil ich ja verschiedene Proteinpulver immer benutze. Ich mache nie das gleiche, ich mache immer andere. Und dann weiß ich das.
Snacktime. Realistisch ist übrigens auch, hier ist auch manchmal pur einfach so eine Packung veganes Mühlenmett. Habe ich jetzt gerade auch einfach aufgegessen, weil es einfach lecker ist. Das schmeckt auch pur mit ein bisschen Senf drauf. Richtig geil. So Leute, jetzt gibt es hier Dinner. Ich habe jetzt hier noch einen Apfel drauf gemacht auf meine Bowl. Und ja, es gibt auch Tage, da habe ich zweimal Lust auf mein Birchermüsli. Da gibt es das zum Frühstück und zum Abendessen. Aber heute Morgen hatte ich das einfach nur so plain gegessen mit Nussmus. Und jetzt habe ich Pistazienmus ja hier, Schokodrops, Kakaonips und einen Apfel und Pomelo. Das lasse ich mir auf jeden Fall schmecken. Realität, überlegt euch das gut mit so einem Brett. Ich habe einfach alles schräg gestellt und mein Tee ist schön ausgelaufen, aber never mind. Today's Frühstück. Mein Wasserkocher läuft im Hintergrund, ich hoffe, man hört es nicht. Griechischer Joghurt, Apfel-Bananenmark und Apfelstrudel-Crunchy. Und das am Rand ist Backkakao, weil ich die mit in den Quark gemischt habe und ein bisschen Zimt und Erythrit. Das am Rand ist Zimt. Ich habe da nämlich Zimt und Erythrit zugegeben und das lasse ich mir schmecken. It's a new day. Mir fällt gerade auf, wo ich jetzt in diese Kamera gucke, dass ich meine Wimpern noch nicht getuscht habe. Aber ist egal. Auf jeden Fall habe ich schon gefrühstückt. Ich wollte mich nur einmal persönlich melden. Ich werde jetzt aber meine Wimpern noch tuschen. Kleiner Reminder, weil ich das hier gerade sehe. Ich habe ein Journal, das habe ich euch ja letztens gezeigt, mal in einem Video, wo ich mir zwei Tees gekauft habe, gab es das umsonst dazu. Und ja, ich journal aktuell ganz gerne wieder. Und ich merke einfach, wie gut das tut, wirklich schon direkt morgens nach dem Aufstehen, die Gedanken, die so durch den Kopf kommen, einfach schon mal runterzuschreiben. Also einfach schon mal kurz festzuhalten, ja, was mir so durch den Kopf geht. Einfach, was sind für mich aktuell Bausteine, an denen ich arbeiten mag. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das ist ein sehr guter Reminder. Ihr müsst im Leben immer das machen, was euch gut tut. Das ist das Wichtige. Denkt daran. Das ist keine, ich sage mal, das ist keine Generalprobe. Das Leben ist jetzt. Und jeden Tag, den du nicht nutzt, und das habe ich für mich verstanden, jeden Tag, den ich nicht nutze und ich heute Gas gebe, der ist weg. Es bringt mir nichts zu sagen, ja, heute vielleicht nicht, mache ich morgen. Morgen gehe ich ins Gym. Morgen rufe ich meine Oma an. Morgen. Hör auf, die Sachen auf morgen zu verschieben. Das ist eine Annahme, die wir treffen, die aber nicht selbstverständlich ist. Und ich habe keine Lust mehr, irgendwelche Dinge auf morgen zu verschieben, wenn ich doch heute Gas geben kann. Das mache ich so. Ja, vielleicht, das ist vielleicht auch als kleine Motivation hier für dich. Und jetzt werde ich loslegen und wir sehen uns dann. Das sind die schönen Dinge am Morgen. Coffee, und findet ihr auch, das sieht aus so wie ein Gesicht. Da sind die Augen und da ist so eine lange Nase. Ja, schön entkoffeinierter Kaffee. I like. Das sieht wirklich aus wie ein Gesicht. Leute, sei doch mal ehrlich jetzt. So, meine Lieben, da ist die Luisa mit ihrem Food. Und zwar gibt es bei mir eine große Salatbowl mit Guacamole, Protein-Guacamole als Dressing. Also ich habe hier wirklich so eine Avocado-Creme einfach genommen und Frischkäse, ganz normalen Naturfrischkäse. Und das zusammengemischt ergibt das. Und das habe ich als Dressing benutzt und auch noch oben drauf gegeben. Dazu Garnelen, Hefeflocken und veganen Speck. Und jetzt werde ich einfach genüsslich diese Packung Linsenwaffeln snacken. Ja,
Da freue ich mich sehr drauf. Und nebenbei höre ich jetzt mal Podcast. Hört ihr das? Trigger Warning. Für alle, die keine Essensgeräusche hören können. Aber ich habe den das erste Mal im Airfryer gemacht. Sonst mal gebraten. Der ist jetzt so crispy. Kann ich sehr empfehlen. Richtig, richtig gut. Die Waffles dippe ich hier einfach rein. Sehr lecker. Sag's euch, ich bin so satt, ne? Ich habe einfach diese gesamte Bowl jetzt aufgegessen. Ich habe meine Haare jetzt übrigens mal umgeflochten. Irgendwie, kennt ihr das, wenn ihr so einen geflochtenen Zopf tragt, dass ihr irgendwann Nackenschmerzen bekommt? Also wenn ich den tief trage, habe ich mir die Haare jetzt hochgemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe diese ganze Packung Reiswaffeln aufgegessen oder Linsenwaffeln. Mit, ich hatte noch was von dieser Protein-Guacamole. Mit dieser Guacamole und dann habe ich noch diesen veganen Hauchschnitt, den finde ich ja auch mal super lecker. Kriege ich schon Pickel. Noch drauf gemacht. Und ich sag's euch, ich bin so voll jetzt. Das ist aber auch mal normal. Aber ich bin so satt. Jetzt fahre ich erstmal in die Stadt, weil ich noch was besorgen möchte. Kleine Tee-Empfehlung hier noch am Rande. Ich liebe, liebe, liebe diesen Tee. Fällt mir gerade auf, weil ich den hier nochmal nachgekauft habe. Der ist so lecker. Ich mag den richtig gerne. Also mit Maca und Zimt und allem. Sehr, sehr gut. Absolute Empfehlung. Ich finde, die Yogi-Tees sind immer ein bisschen teurer, aber die lohnen sich halt einfach, weil ich gieße dann da so oft heißes Wasser nach, weil die so intensiv einfach schmecken, dass sich so ein Beutel für mich wirklich für 3 Tassen teilweise lohnt. Also richtig gut. So Leute, ich habe heute wieder den übrigens absoluten Luisa-Hack. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, aber ich habe eine lockere Zahnspange. Die mache ich abends immer rein und das ist meine alte Zahnbürste, mit der ich die geputzt habe. Und jetzt war ich gerade beim Rossmann und habe mir diese hier geholt. Genau für mein Alter, 0 bis 3 Jahre. Aber ich dachte mir, die ist rosa und die hatten sonst keine rosane und ich wollte eine rosane. Und dann habe ich mir gedacht, dann nimmst du dir die mit. Die wird auch zum Zahnspange sauber machen reichen. Einfach dieser Größenunterschied, das ist so süß. Da freue ich mich schon, wenn ich meine Tochter oder einen Sohn habe und die auch so eine kleine Zahnbürste haben. Richtig cute. So, was ihr hier seht, ist heute kein Büchermüsli, sondern eine Quarkbowl mit Apfel. Jetzt kommt da noch ein bisschen Zimt drauf, Kokosraspeln. Und das ist so ein gaufreier Cookie. Die habe ich mal geschenkt bekommen mit Lemon Cake Geschmack. Ich habe den Quark auch in so ein bisschen mit Zitrone Geschmack angehaucht. Und ja, dann noch Kokosraspeln. Das macht das Ganze so schön fruchtig und süß und exotisch. Und ich habe da noch ein bisschen Apfel reingemischt. Sieht man jetzt nicht, habe ich reingequetscht diesmal. Und das lasse ich mir schmecken. Kurzes Update, ich bin jetzt extra für euch nochmal zum Müll gerannt und habe das rausgeholt. Ich habe jetzt gerade noch dieses Salted Caramel Style Mousse gegessen. Das ist ja relativ neu. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Karamell-Fan, aber das ist wirklich lecker. Nur, ich finde nicht, dass es nach Salted Caramel schmeckt, also gar nicht. Es schmeckt halt so nach so einem richtigen, ja, richtig schön, nach so einem schönen Karamell, so ein Werthers Original Karamell. Also sehr intensiv auch, aber nicht Salted Caramel. Da macht euch am besten selbst noch ein bisschen Salz rein, wenn ihr das erwartet. Ich hatte da jetzt aber eben Mandelmus noch drauf gegeben. Sehr, sehr lecker. So, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe wie immer, dass es dir gefallen hat. Und ja, ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Und kommentiert mal, wer von euch dieses Mühlmatch schon mal probiert hat. Es ist einfach vorzüglich, oder? Es ist so geil. Ja, ich würde sagen, danke, dass du dabei warst. Und vielleicht sehen wir uns auch bei einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin, bleib mir gesund.